Vor was ich Angst habe, ist Fliegen, Haie und Blut abnehmen. Also das sind die drei Dinge, vor denen ich Angst habe. Ich meine, man kennt's, man fliegt mit dem Flugzeug, stürzt ab, ist im Wasser, kommt ein Meer, ein Hai, nimmt einem Blut ab. Tot. Da. Say what? Was für eine Enttäuschung schon wieder. Ich bin einfach schlecht. Ich krieg's nochmal 50 Cent mehr. Dabei hatten meine Würfe diesmal doch. Du musst nicht richtig werfen, du musst richtig kämpfen. Und machst du nachher schöne Buffet. Und dann kann der Kalli schön essen, wa? Es sozialisiert sich. Oh mein Gott, sie gründen eine Gewerkschaft. Ich möchte jetzt. Ja, ich hab's. Der ist auf mir gefahren, ich hab's ja gesehen. Ich hab gedacht, hä? Ist ja klar, der Thomas hält nur nach dem Schwarzen Ausschau, bevor er schießt. Oh, sind wir wieder bei dem Thema. Das fängt schon seit uns an. Seit seiner Geburt ist das Thema. Hm. Damit die Motoren-Sounds im Spiel nicht ausreichen. Tüff, tüff, tut, tut. Das sind Floßhupen. Hupen. Das sind Männertitten. Oh ja. Mit Behaarung. Und Milch, was? Oh Gott! Ah, da geht's bergab. Einmal Brechreiz, bitte. Vater, ich arbeite nicht bei DHL. Ich werfe meine Paketen nicht weg. Ich liefere sie aus oder sterbe. Ah! Okay, ich sterbe. Hört, hört. Was zum... Steht da einer? Da steht einer drauf. Ist da gerade ein Riese auf einem Drachen geritten? Ja, Matthias, du hast Kultur. Dich zähle ich ja nicht dazu. Weil wer Kultur hat, schaut nicht bei For You. Was? Nein. Alter, mach uns. Ich sehe schon gerade die Follower. Ding, 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 ding. Das ist furchtbar. Von mir fährt einer, sieht aus wie Thomas und heißt Jasmin. Das ist ja, Alter, das ist fies. Nee, wirklich, der heißt so wie. Der heißt, also. Der Tschüss, Thomas! Mann! Rache ist Quarktasche, Mann. Was? Rache ist Quarktasche. Ja! Also wie gesagt, ich finde, ich habe mich sehr gut getroffen. Diese männliche Haltung, die breiten Schultern, die Hackfresse. Ich erkenne mich sofort. Den Schädel. Ich habe auch einen Schädel. Hier sind meine Boys oder meine Jungs. Da sind ein paar Spicker. Das sind keine, die immer spicken. Die spicken die Feinde nämlich in Fallen. Die habe ich meinen überdimensionalen Meerschweinchen leider noch nicht als Kavallerie. Das wird aber noch kommen. Yangosaurus. Noch ein Mitglied der Stegosaurus-Familie. Ja. Daniel, alle Pilze, die nicht im Schritt wachsen, sind essbar. Kann das bitte jemand als Zitat für mich machen? Was? Nein. Was? Das ist jetzt keine Rakete, oder? Nein! Scheiße, überall Scheiße. Mein Haus ist voller Scheiße. Finde ich. Oh, Mann. Was passiert hier? Ja, auch deswegen. Dem hat's alles zerdeppert durch die dünne Luft. Da oben, in 10 Kilometer Höhe, Alter. Da ist ein Felix Baumgartner vorbeigeflogen, als ich gewundert, hä? Das ist nicht Superman. Das ist ja ein Glurak mit einem blauhaarigen Typen auf, obendrauf. Das erklärt alles, okay, jetzt ist Glurak der Schuldige, tut mir leid.
Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahe. Also Leute, wenn ihr einen Papagei habt, behandelt ihn mit Respekt. Vielleicht war sein ein Stunden später. Fünf Sekunden später. Urgroßvater an T-Rex. Puh. Gott, komm, verarsch mich jetzt nicht. Gut, okay, ich muss da drüber springen oder das war's. Ah! Oder ich falle runter und hänge den Feind dadurch auch ab. Vom Kunden haben. Rechts abbiegen. Weil wir müssen das natürlich relativ ganz umbringen. Also da ist auch eine Anzeige da. Ein Schadometer, also. Ein Schadometer. Wenn's kaputt ist, ist schade. Ich hab lieber ein Chardonnay. Hi Thomas. Servus Thomas. Schade du. Chardonnay, Schade ja. Das war creepy. Die Musik ist gut. Das ist ein rollstuhlgerechter Park. Dieser Auftrag macht's möglich. Also wenn ihr einen Rollstuhlfahrer loswerden wollt, einfach hier loslassen. Das wäre eigentlich, mal ein geiles Feature. Also jetzt nicht Rollstuhlfahrer einen Berg runterfahren lassen, wobei das bestimmt auch lustig wäre. Nein, ich meine jetzt, dass jetzt nicht nur Leute da durchlaufen, sondern auch Leute mit Rollstuhl. Okay, okay. Kubikzahl Hubraum. Angenommen, mein Freund. Ja, leider abgeschmatzt, ey. Schon wieder eine Idee für ein Glück. Oh nein. Oh doch. Da ist wieder die Julia. Eine Julia in ihrem natürlichen Lebensraum. Sieben Leute, wenn die Anzeige stimmt, Sam. Andi, ich guck sie jetzt das dritte Mal. Was, Witcher? Ja. Ihr gütigen Menschen. Das musst du auch ganz machen. Reichet Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen. Ihr gütigen Menschen! Naja, doch die Schnauze-Rittersporn. Den haben sie echt gut hingekriegt. Das ist genauso nervig, wie ich mir vorgestellt habe. Echt? Ja. Wenn ich richtig gehört habe, von Garm und der Reich, das war. Sag mal, tschö, jetzt ist der Baul wieder dran. Mach gut, ich roll hier weg. Sorry. Jenny, Hip-Hop, mir fehlen die Worte. Ich hab nämlich mein Duden vergessen. Oh mein Gott, war der schlecht. Oh mein Gott, war der schlecht. Ist das mein Pferd? Ich glaube, das ist mein Pferd. Das ist mein Pferd. Ewig gesucht, da steht's rum. Ha! Guck mal an. Ewig und drei Tage gesucht. Steht mitten im Wald und sagt nichts. Du hast das. Die Wellen umschmeicheln mein Gemächt. Was? Dein armes Gemächt. Da kommt. Haben die aber nicht viel zu umschmeicheln. Da ist eine Meerjungfrau mit einer Signalfackel. Genau. Dann kommst du direkt wieder aufs Schiff. Achso, okay. Ich dachte, jetzt gibt's einen Artillerieschlag oder sowas. Hä? Hallo. Oh, ach, das ist ein Kerl. Hallo. Komm noch ein bisschen weiter. Ich weiß, es funktioniert. Also, komm schon. Wow.
Mama, wenn du das hier siehst, ich will so ein Ding zu Weihnachten. Alter, was ist denn das für ein Profilbild, ey? Damit kriegt sie aber auf Instagram keine Follower. Pokebille hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Wir sagen jetzt nichts, dass wir im Shop kurz den 5-Finger-Rabatt benutzt haben. Also, ja, hat sie. Das war Krom der Fettsack, genau. Der hat seinen Schamanen ausgesucht, indem er sich versehentlich auf einen Goblin gesetzt hat. Und der hat ein paar Stunden oder ein paar Tage in seiner Arschritze überlebt. So fett war der Kerl. Pandalorian. Der Pandalorian. So geil. So geil. Aber das Bild, was. Du fandest das Bild vom Witcher-Schwert, was ich dir geschickt habe? Best Day ever! Diese Folge von XCOM 2 War of the Chosen wird finanziert vom Konkurrenten von Monster Energy Drink. Kann sich keiner so merken, weil wen interessiert dieser Energy Drink? Oh, leck mich! Das ist ein Witz! Ist keinem von euch aufgefallen, dass das Bild vielleicht ein bisschen groß ist? Und dass da ein paar Daten fehlen? Also wenn über irgendeinen Arsch Daten laufen können, dann über diesen, verdammt nochmal. Thomas, welcher Essensduft ist dein Lieblingsduft? Pfannkuchen, frische Kräuter oder klassisches Braten? Frische Kräuter. Frisches Braten. Nee, frische Kräuter. Du richtest ein kaltes Buffet aus, Thomas. Welche Farbe ist dabei am häufigsten vertreten? Rot, Gelb oder Braun? Gut, Sachse, die Frage klärt sich. Random Frage von Matthias. Katzenbabys oder Hundewelpen? Ist mir eigentlich egal, wenn es gut gewürzt ist, schmeckt beides. Du spinnst voll. Ich habe den Freak-Test nicht gemacht. Das ist kein Beweis. Flo, rechtzeitig bremsen bitte. Die Bremsen sind sehr schlecht. Ich merk's! Ach du Scheiße. Ich sag ja, rechtzeitig bremsen. Toter Arm. Ja, gut, wenn man zu lange auf einem Arm sitzt. Ich meine, die Fremde ist ja aber ganz angenehm, aber zu lange, wenn er blau anläuft, das sollte man nicht machen. Oh, Felsen. Oh, Backflip. Ich nehme an, das könnt ihr beweisen. Solche Anschuldigungen kann man nicht vorbringen, wenn man keine Beweise hat. Jetzt geht er hinter sich. Ist das so ein Fetisch von den beiden? Wechseln die sich ab? Jetzt liegt er im Bett und sie beobachtet ihn beim Schlafen? Es ist eine seltsame Stadt, ganz ehrlich. Ja, bei mir ist jetzt so eine alte Lady halt eben nur Staub an. Ja. Sieht man. Oma rostet schon bei dir. Oma krustet schon, was? Rostet. Achso, ich hab was. Oma krustet schon bei dir. Das weiß ich nicht. Knusprig ist. 1000 PS. Ja, mir kommt jetzt gerade so ein bisschen Kotze hoch. Das ist in der Pflege schon alles gesehen, aber wenn Oma krustet, geht gar nicht. Der Farmer, ich sammle alles ein, was da herumliegt. Ich sammle alles ein. Du Produkt einer Tanzpause. Was war das? Macarena. Ha! Party! Linke Schulter, rechte Schulter, 1, 2, 3.
Keine Ahnung. Ich hab's einfach drauf, was Granaten angeht. Doch, du Drecksack. Nein, verdammt! Ich hasse diese Granaten. Ach ja, der Trick ist der Knaller. Nein! Alter, nein, nein, nein! Nein! Das war keine Absicht. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Hatten wir sowas nicht erstmal? Den Wunsch, ein Baum zu sein? Und fällt da gerade einer, der den Wunsch hat, ein Baum zu sein, ein Baum, weil er kein Baum sein kann? Was gab dir denn so? In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, klar! Den einzigen Baum muss ich treffen. Also meine Lieblingsfigur bei Yoga ist der aufgehende Mittelfinger im Morgenrot. Oh ja. Rettet die Marines. Esst mehr Klöße. Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Also ich sehe den. Ah, da ist der Florian. Ach du Scheiße. Hallo. Streamst du überhaupt schon, Flo? Ich glaube ja. Toll. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich hab grad nicht. Du musst richtig werfen, du musst richtig kämpfen. Du machst danach ein schönes Buffet. Und dann kann der Kalli schön essen, wa? Das, lieber Hip-Hop, das ist die Essenz des Sportes. Früher war ich ein super Fußballer, rank und schlank. Und dann habe ich das Buffet für mich entdeckt. Jetzt bin ich rund und glücklich. Was bist du denn für einer? Dieser hat etwas Süßes für Mitreisende, wenn es beliebt. Ich sehe mich gefesselt in einem Eisverkäuferwagen liegen. Dieser hat etwas Süßes für Mitreisende, wenn es beliebt. Oh, guck mal da hinten. Fliegende Katze. Darum, liebe Kinder, nehmt keine Drogen. Jetzt kommt ein Typ mit einer Keule und schlägt euch den Kopf ab. Weiß ich nicht, ich glaube, Kinder blocken hier einfach vom Himmel. Liebe Zacchaeus, ich hätte gern kein... Oh, da ist es ja. Schön, cool. Wie nennt man einen fetten Thomas? Thomasse. Wie nennt man einen fetten Saarländer? Flo. Schatz, ich will nichts sagen, aber du bist ganz schön Flo geworden. Genau. Oh, da gibt's einen englischen... Und dann kommt die Frage. Liegt's am Bad? Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Oh, sexy. I'm sexy and I'm not. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Milestone birthday, achieved. Dear Daniel. Happy birthday to you. Übrigens, Yoda, zu deiner Frage, wieso das nicht so rausgeht, wie es rein ist, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich indisch essen war. Fünf Kopfgeld. Ah, oh, shit, irgendeiner hat mich gesehen. Hi. Was geht? Gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Wenn das so ist, können wir dieses Mal wohl noch ein Auge zudrücken. Das ist peinlich. Das ist gerade sehr peinlich. Überhaupt nichts, weil ich bin geblendet.
Dann wechselst du nur deine. So, jetzt haben wir erstmal dein Ding, ne? Dein Scheinpfund. Achso. Den Scheinpfund. Okay, ich dachte, es wird jetzt. Mach dein Handy leise, Ziffix. Ich weiß auch gar nicht. Oh Gott, stimmt, das Spiel hat der Strömung. Nein. Oh Gott, nein. Oh, nein. Oh Gott. Eine Handtasche. Gibt's da was Interessantes? Guck mal. Da unten. Ich hasse das, wenn die Leute in der Zugfahrt Tomatensaft trinken und den dann verschütten. Riecht geil. Thomas, ich glaube, du sollst mal deine Ohren waschen. Stille. Nacht. Heilige. Alles schläft. Ist Bett gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt jemand das Leben des Brian nicht kennt. Wie kann man den Film nicht kennen? Der ist doch geil. Wenn du mir jetzt noch sagst, dass er Ritter der Kokosnuss nicht kennt, reite ich zu ihm. Ja, das ist mein Pferd. Mein Pferd macht seltsame Geräusche, es ist krank. Igitt. Ja, nur keine Hektik, Kleine. Das ist etwas eitel. Ich bin ein Korke. Okay. Was sagt denn ihr dazu, dass jetzt Netflix ab 67. Februar was? Alle Studio Ghibli-Filme nach und nach bringen? Oberhammer, Affen, geil. Oberhammer, Titten, was? Geil. Ja. Oberhammer, Affen, Titten finde ich geil. Was? Nein. Schauen. Jetzt funktioniert. Shit. Ne, das machen wir jetzt nicht. Die Leiter machen wir weg. Die Leute sollen meine Leiter benutzen. Meine ist viel besser. Aber der ist halt auch wirklich immer an derselben Stelle, immer am selben Gebäude. Ja, das ist klassisch. Hasch in der Tasche, hast du immer was zum Nasche. Was zum... es trifft die Sau mich auch noch. Er besteht aber echt auf seiner Platzreservierung. Oh, Sole mio! My ravioli is so frido! SUV! Sag niemals nie zu SUV! What? Ne, es ist echt geil, was man so bei YouTube alle kennengelernt hat, wo man da dann wirklich noch... Ja, natürlich ein Blumen... du sagst schon so. Oh Gott! Paul genau. Ja, den anderen Typen, der manchmal da ist, den auch. Den schöneren von beiden. Ihr könnt gern, wenn ihr wollt, eure YouTube-Accounts oder eure Twitch-Namen bzw. Twitch-Links in meinen Chat kopieren, gell? Damit ihr euch mal gegenseitig abchecken könnt. Geht das ohne? Also jetzt nicht auf die perverse Art, sondern... Achso, gut, dann habe ich kein Interesse. Was? Was? Okay, doch nicht. Doch keine Scheißsituation. Okay, doch eine Scheißsituation. Alter, du darfst Videos für Arme, komm mal her. Du kriegst jetzt auch noch aufs Fressbrett. Someone there. The government has announced that
Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als Pokémon riesengroß werden zu lassen. Ich meine, Olivia kann ja ein Lied davon singen, was ich so riesengroß. Anderes Thema. In ihnen steckt. Scheiß. Oh, war das dumm. War das dumm. Oh, sorry. Ja. Ich glaube, ich hab dir die Kills geklaut. Ach ja, bist du. Hi. Ups, das war schön. Was wird das denn jetzt? Ich wollte mich neben dich stellen, dass die Granate explodiert. Ich wollte dann sagen, das war's. Ich muss mich erstmal reinstellen. Heute schmeckt unser Essen noch viel besser als gestern, versprochen. TripAdvisor sagt, ich schmeck seit 3 Wochen scheiße. Das erste Spiel war Hentai Nazi, das zweite Spiel war. Was? Hentai Nazi? Ja, und das zweite Mann, Spiel das war Hentai. Was ist das? Hentai World War 2. Ja, du spielst einfach mit so einem Anime-Girl und vernichtet durch Nazis. Das klingt geil. Ist aber nicht in Deutschland verfügbar. Oh. Das klingt seriös. Das klingt total seriös. Würde ich mir sofort kaufen. Im Livestream. Ja, Horizon Wheelrad. Wow, 5000 Credits. Ja, toll, ein Auto. Ja, immerhin. Ein Austin Healey. Healey, das ist eher so ein Auto, was deiner Geschwindigkeit entspricht, Flo. Ah, also Stillstand. Ja, absoluter Stillstand. Irgendwann geht's los. Nein. Das wollte ich sagen. Du drückst dich gerade sehr interessant aus. Ja, das ist der Tee. Was ist das für ein Tee? Vielleicht kommt, das war kein Tee. Ah, guck mal hier links, siehst du das? Wasser. Meer. Excuse me, sir. Sir. Ach, Frauen, die einem den Kopf verdrehen. Okay, ich hau jetzt gerade mal hier komplett durch. Ach geil, durch die Insel mit Adlerkopf. Ah, wie geil. Könnte auch ein Maulwurf sein. Könnte auch ein Maulwurf sein. Aber ich glaube Adlerkopf, weil da oben drüber Vögelchen sind. Vielleicht sind es fliegende Maulwürfe. Was? Ich weiß ja nicht, was Mutter Natur sich alles für einen Scheiß ausdenkt. Hast auch wieder recht. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht! Du dumme Sau! Oh ja, ich war böse gewesen. Oh, ich muss ja gerade auslaufen zum Wiedergeboren werden. Ich wundere mich, warum höre ich das Hörstimmen? Warum hört das Flüstern nicht auf? Warum liegt da Stroh rum? Ja, ich bin nicht nach vorne gelaufen. Ja, das mit dem Stroh, das ist jetzt nichts Neues. Das kennst du ja. Ja klar, ich wohne ja im Saarland. Bäume ja, und Viehzeug, das haben wir hier. Ja, genau. Manchmal stehen auch Menschen auf der Wiese und tun so, als ob sie Tiere wären. Ach so, die und grasen meinst du? Ja, klar. Das sind aber die ganz schlimmen. Das merkst du manchmal erst beim Melken, wenn du denkst, warum kommt da nichts? Ja. Haben Sie ein gültiges Fahrticket? Hat er nicht. Erscheinen, mein Herr. Weg. Tickets, please. Was? No ticket. Und das ist auch immer wieder faszinierend. Das fand ich schon bei Resident Evil 2 so geil. Verirren sich die Mitarbeiter der Bahn in ihrem eigenen Zug? Brauchen sie deswegen eine Karte? Gut, bei der Deutschen Bahn wird's mich nicht wundern. Ah, wie ist denn dein YouTube-Stream gelaufen? Ich hab's eben erst gesehen. Ja, fürs erste Mal. Ganz okay, bis mir das Spiel abgeschmiert ist. Tausendmal gespielt.
tausendmal ist nichts passiert. Ja. Ein Livestream für eine Nacht. Oh. Da hat es Boom gemacht. Oh. Wollen wir gemeinsam sterben? Okay, ich lass es. Jetzt fängt er auch noch damit an. Hast du gerade verfehlt? Hast du gerade wirklich verfehlt? Da war eine Seemöwe. Also. Das ist wie. Weißt du, was ich mich gerade frage? Was hat zwei Daumen und das erste und ihr könnt es nicht sehen? Ach ja, ich. Was hält einen Finger nach oben? Das kannst du sehen, wenn du in ein paar Sekunden in die Kamera schaust. Ich. Und ein kleines Mädel, der hat keine Augen. Ich habe Angst. Es hat Augen, Paul. Die sind hier in meinem Glas. Alter. Ich bin schon mal voran. Ja, der Thomas hatte schon warm gefahren. Ich fahr mir genau. Ich lasse einen fahren zum warm werden, was? Was? Das wird mir auch warm am Hintern. Das klingt aber eher so, als wäre Land dabei. Und nein. Heute nicht. Das freut mich. Heute nicht. Das freut mich. Bitte überlebe. Die wird halt schnell, das ist halt dumm. Ja, alles steigert, ist okay. Fuck. Alter! Ich hab halt nichts Vernünftiges gegen den, das ist ja total der Rotz. Cool, es war nur ein soziales Experiment. Da. Eins. Ja, es ein Experiment, um sie zu testen. Die Homophoben zu finden, sie ins Dunkel zu treiben und ewig zu fisten. Da ich so ein breites Auto hab, Flo, darf ich eigentlich. Nein. Auf der Busspur parken? Nein. Warum nicht? Ja, gerade eine Stunde im Park verbracht. Paul, der ist kein Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Stimmt. Ich bin nicht offiziell erlaubt. Nicht glaub mir das einfach, ich habe da Erfahrung, wenn du als Nicht-Busfahrer rumfährst und Kinder einsammelst. Das funktioniert nicht. Das, Nee. Nichts gut. Ich werd zu früh gedrückt, scheiße. Ja, das passiert öfters beim Stuhlgang. Oh Gott. In der Arbeit ganz peinlich. Noch und so noch ein grüner Star, der so ein bisschen abgeht. Herausschaut. Bin rausstar. Ich hab doch die Unterhose an. Oh! Ah! Zieh sie wieder an. Ich bin blind geworden. Ich hab sie an. Das ist schlimm, jetzt zieh sie aus. Da sind viele Löcher drin, aber solange die Eier nicht raushängen, geht's. Wie Löcher drin. Er hat Ulfriks Sturmmantel aus Einsamkeit entkommen lassen. Ulfric reitet hinein, ermordet den Großkönig und Rockwehr lässt ihn einfach davonreiten. Guck mal, drei Thomas. Thomas, Thomas und Thomasito. Oh Mann. Und irgendwann bringe ich Flo dazu, auch mal Formel 1 zu spielen. Hey, gefährliche Krankheiten, ja, und Tropenstürme. Yay, Urlaub. Allgemein bekannt als Isla Muerta. Also quasi, wenn ein Saarländer in die Pfalz fährt. Der Name. Oh, und die Lofo. Das ist Vieh mit dem Schirm, wo Schlamm spuckt. Wie ich in meiner Grippephase. Hör zu. Lass mich einsteigen. Los, fahr mal. Komm, steig ein. Oh, Dance Battle. Bitch. Ich zeig dir, wer der Babu vom Bienenstock ist. Oh.
würde die Biene. Sum, sum, sum. Ich bin aber wohl hier im Bienenstock. Ich muss hier das Werk in ihrem Birkenstock. Komm mein Bienenstock nicht zu nah und stech dich mit meinem Stachel. Bestäube Blumen Tag ein, Tag aus. Flieg mit frischen Pollen im Bienenstock rein und raus. Bin immer ein Viertel der größte Bestäuber nach dem Kumpel Edmund Stäuber. Moja, ich liebe dich. Du bist die einzige Biene für mich. Grüße gehen raus an meinen Kumpel Flip. Sum, sum, sum. Bitches. Euch den Schwarzdorn mitzubringen. Das edelste Gebräu in ganz Himmelsland. Ich bin hier der Braumeister. Was wollt ihr? Ich gucke nur dem Dieb dazu, wie er sich anstellt. Weil ich glaube, er ist verwirrt. Er hätte nicht gedacht, dass er so einfach hier reinkommt, glaube ich. Ich bin ziemlich beschäftigt. Braucht ihr etwas oder kann ich weiterarbeiten? Na nee, mach du weiter. Der Schildhalter hat deinen Lohn, okay? Schildhalter. Wie so ein schlechter Superheld. Ach ja, ist ja einer. Ich wusste, dass da jetzt was kommt. Ist aber auch was eingefallen, wo ich es gesagt habe. Schildhalter klingt wie ein schlechter Superheld. Wait a minute. Finde ich dieses eine Meme ganz, oder diesen einen Videoausschnitt mit der Polizei ganz gut. Wo sie bei irgendeinem Typen aus der Wohnung marschieren, zu vier oder zu fünft. Verpiss dich, du Wichser. Dreht die Polizei wieder um. Was war das? Entschuldigung, Sie Wichser. Und dann marschieren sie wieder alle rein. Und ich denke, Alter, bist du dumm. Da draußen, genau. Ja, es liegt an dir. Das ist ein Mucke mehr an. Raus, Alter, mach raus. Okay. Wichser. Wie bitte? Entschuldigung. Sie Wichser. Nein, was ist los? Hat sich. Hallo. Was machst du denn? Ich habe mich gerade beim Winken selbst geschlagen. Nobody knows. Ich kann den Text nicht. Irgendwas auf Englisch. Bye. Aber auch nur, weil ich da eine Banane habe. Geklaut. Hm? Ist mir gerade schon auf Winde geklaut? Bestrafen, Bruder, bestrafen. Er hat es verdient. Ich mein dich, Flo. Ich? Oh ja, ich hab eine Schrotflinte. Du, man muss auch teilen können, Yoda. Nein! Ich weiß, ich bin jetzt noch einmal nicht mehr in die Arme ausgeben können, aber er hat okay. Gut zum Wasser. Also deine Kronjuwelen ganz anders ablegen. Müssen wir mal Messer und du, die habe ich schon so gemacht, dass man sie immer wieder mal abbauen kann. Abbauen kann? Schraubst die ab oder was? Genau. Ich sehe das schon. Deswegen, ich krieg nie einen Tiefschlaf. Das ist ein... Du kriegst nie was? Du kriegst nicht Tiefschlaf? Tiefschlaf auch, aber auch nie einen Tief... Verdammt, hier ist überall eine Kiste. Immer wenn ich X trinken will, mache ich irgendwas auf. Weil ich es ja auch auf B wegwerfe, nicht auf X. Ja, ich hab dir gesagt, ich mach's auf X. Entschuldigung. Satz mit X, das war wohl nix. Oh, jetzt geht das wieder los. Oh Gott. Hilfe! Das ist wie ein Furz im Wind. Oh Gott. Ach, wo ist denn Ellie jetzt? Zum da, Fick? Ist die gerade. Hä, okay. Karte? Ja, die Karte ist laut. Okay. Ach, sie ist auf dem Schiff, ja klar. No. Ach, ja. Oh. So fett und trotzdem übersehen wir sie. Ist es der Mond? Nein, es ist Ellie im Weltall. Oh!
Weil dafür, dass da keine Bäume wachsen, ist da ganz schön viel Holz. Er hat Holz vor der Hütte. Hush. Hasch für alle! Zwar nicht wenig. Hm? Ah, die Zwerge, die tanzen. Ja. Und einer hängt in deinem Schild fest. Was? Wow, was für eine Körperspannung, ey. Wer? Das siehst du bei dir nicht. Bei mir im Stream hängt einer in der Luft. Ja, ja, ich seh's grad, ja. Shit. Nichts passiert. Ihr habt nichts gesehen. Warum bist du tot? Es ist nichts passiert. Warum bist du tot? Es ist nichts passiert. Das okay, sind ich bin nicht gleich wieder da. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Habt ihr das auf, dass ich der blutrünstigste Todeskönig auf dem Planeten bin und stark und dass ich einen mächtigen Arm habe? Vorn ist ein beeindruckendes Wesen. Seine Blutgier wird nur von seinem Kampf. Geil, Orgie! Das ist das mit den Bienchen und Blümchen. Ja, nennen wir es warm halten. Ich sag schon, das sind aus wie Mini-Deadpools. This is how we survive the winter. As a family. Family friendly. Aber ich hab schon gesagt, mir fehlt die realistische Hodenphysik. Seit Red Dead Redemption 2 bestehe ich auf eine realistische Hodenphysik. Bei Männlein, bei Weiblein, beim Tierlein. What? Standardverlust. Wenn ich auch zu so einem Standardverlust werde, habt ihr ein Problem. Nein! Halt dich fest! Oh, Gott sei Dank, ist nichts passiert, ich bin auf dem Kopf gelandet. Und da waren alle Videosequenzen, die sind am Kopf gestanden. Okay. Und in der Szene... Was machst du so dicht hinter mir? Wieso hast du eine Schrotflinte? Warum liegt da Stroh rum und warum hast du eine Maske auf? Also die Maske habe ich auf, um sein damit Gesicht ich im Weltall überleben kann. Aber der Mund ist doch offen. Das lasse ich jetzt mal so stehen. So, jetzt bin ich unter seinen Kleidchen angekommen, hä? Egal was du tust, Junge, guck nicht nach oben. Shit. Nein! Ja, Kaimana, ich will es nochmal probieren. Mein Gott, ey. Ich find's geil, dass Paul eine Mülltüte über dem Kopf hat. Was war das? Da hat jemand abonniert. Bist du tot? Ja. Warum? Das ist so ein Haifischbiss in den Arsch, das kann passieren. Heißt es, der Hai ist jetzt hinter mir her? Kann sein, aber ich habe ihn vor Schreck in den Mund gepupst. Ich glaube, der Unterdruck im Körper tötet ihn. Du hast was gemacht? Wer ist der Internetanbieter von Bienen? Biederphone. Ich hab die Macht! Ich fahre! Man sieht's ja. Wie bei meiner letzten Polizeikontrolle. Hast du da das erste Mal Polizisten zusammengefahren? Das erste Mal, ja, definiere erstes Mal.
Das erste Mal für die 2020 vielleicht. Vibrator. Oh, wow. Das ist mein Auto. Nein. Warum, Leute? Hallo, nein, nein, halt, stopp. Das war alles Absicht. Lauf, Matthias, lauf! Warum kommt da nichts? Ey, Heiko! Eben. Komm mal her, Bitch. Hey, Heiko! Oh, der ist tot. Hast du Heiko getötet? Nö, hast du Heiko getötet? Ja. Du bist böse. Aber ich hab Heiko getötet. Was? Ich hab Heiko getötet. Es tut mir herzlich leid, aber ich hab Heiko getötet. Wenn ich dich töte, ist das so, als ob ich Heiko getötet hätte. Wo ist dein Bienenkostüm? Ja, das hab ich nicht. Aber ich kann einen Stachel in die Kamera halten, wenn du willst. Steh ich mit meinem Stachel. Bestäube Blumen Tag ein, Tag aus. Was? Hier läuft flüssig. Bastard, hast du mal Jungfräulichkeit beraubt? Was? Was? In deinem Alter? Deswegen ist der Krieg! Ja! Wegen seiner Jungfräulichkeit ist Krieg, oder was? Wahrscheinlich. Ja. Die Aliens wollen den Schlüssel zu seinem Kopf. Was hast du getan? Gute Gun. Jetzt stell dich nicht so an, reite! Mein Gott! Ah. Du machst ja gerade so, als würde was Furchtbares passieren. Wow, ich hätte da. Okay. Alter! Oh Gott, mein Herz! Ja, wahrscheinlich würde ich jetzt einfach mal behaupten. Warum bin ich jetzt plötzlich durchsichtig? Was passiert mit mir? Ich löse mich auf, oh mein Gott! Oh, okay. 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 Alter. Können wir nochmal neu starten? Alter! Ja, ich habe letztens gesagt, ich fluch zu viel, verdammt. Allerdings, ich habe dann gesagt, ich wurde nach den 10 Geboten erzogen. Das heißt, ich lüge nicht, ich trachte niemanden nach dem Leben. Aber vom Fluchen steht nichts in den Geboten, verdammte Scheiße. Alter, voll in die Eier. Ich frage mich, ob sich Trollhoden auch genauso schnell erholen. Boah. Es tut manchmal weh. Es tut manchmal einfach weh. Aber es muss weh tun. Was? Das klingt jetzt okay. Erzähl weiter, sagst du gleich. Ne? Du entspannst dich nicht genug, deswegen tut's weh, was? Siehst du, guck mal. So kriegst du die Verbindung hin. Okay. Okay. Das hat mir sein Popoloch gezeigt. Ich will das nicht sehen. Oh, jetzt bin ich unter 7700. Oh. Denn, also das vorgetäuschte Gold, jetzt kannst du erst. Nein, ernsthaft, Thomas, das tut mir total leid. Nee. Oh Gott. Ich fühle mit dir. Was? Du spülst mit mir, oder wie man sagt? Ja, ich spüle mit dir. Ach,
Thomas. Nein, nicht spielen, ich spüle. Ja, hab ich schon gesagt, spüle. Ich spüle dich, bis du schaumig bist. Oh nee. Oh doch. Das wirst du ja erleben. Oh, hast du eine Ahnung? Da geht doch mein ganzer Lack ab. Schmutz, alles Schmutz hier. Dirt, dirt, dirt. Ich werde verfolgt vom Pech. Und nochmal was Rotes, das kann's doch nicht sein, Alter. Das ist doch, ja genau, leck mich doch am Anus. Das ist doch echt, das ist gescriptete Scheiße hier. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Ja, so mache ich das auch immer. So finde ich auch neue Freunde. Ich werf sie einmal auf den Boden. Oh mein Gott. Ja, genauso mache ich das auch. Ein leerer Hauch, zerstreut von der leichtesten Brise. Genau dasselbe habe ich letztens zu meinem Furz gesagt. Tschüss, bis bald, Dorffisch. Andi, hör auf, ich habe jetzt gerade Bilder in meinem Kopf. Oh Gott. Ah, das hätte es nicht gebraucht. Genau. Fährt ein Panzer um die Ecke und macht Boom. Yoda? So nicht anders. Nein! Hallo! Ich hänge in der Luft! What the fuck? Ich hab ein Problem. Ich meine, das ist auch nichts Neues für die Zuschauer vom Stream. Woohoo! Oh Gott! Was? Nein. Was meine Armee ist, ich hab vergessen, ich habe ja noch eine alte Armee. Das sind Kornberserker. Ich bin Anhänger des Korns. Des Gottes der Schädel. Schädel für den Schädeldrohnen. Blut für den Blutgott. Und Zähne für die Zahnfee. Das Gute ist, ich habe den Facehacker runtergekriegt. Das Schlechte, ich habe auch das Gehirn meines Verbündeten aus dessen Schädel gekriegt. Ich habe jetzt schon ein Brett vom Kopf. Und ich habe es angemalt. Was? Was? Durchsichtig. Durchsichtig. Gut, das ist eine gute Farbe. Tja, ich habe es so angemalt wie meine Augen und mein Gesicht. Tot und glasig und aufgeschwollen. Die Biene der Weisheit. Jo. Ich kann dir ins Gesicht schlagen, dann hast du was. Schmerzen. Eigentlich. Du bist so vorteilhaft behaftet. Du bist so vorteilhaft. Ja, ich bin. Oh ja, ich bin vorteilhaft behaftet. Oh ja. Andere sagen, ich bin fett. Thomas sagt, ich bin vorteilhaft behaftet. Dennis war in der Kindheit ein Hirte. Als Kind kümmerte sich Dennis um die Mufalo-Herden seines Stammes. Er schützte sie vor Raubtieren und behandelte ihre Verletzungen. Es war eine ruhige Arbeit und er genoss es, allein zu sein. Ja gut, dass ein Hirte gerne alleine mit seiner Herde ist, ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu reden. Ich meine, wir wissen alles, was da läuft. Gut, dass du kaum verschüttet hast. Ja, Alter, das ist eine... So, eine fette Flasche, Freunde. So. Und in diesen kleinen Wichsgläsern, ne? Ich mach's mit dem Ärmel gleich. Nein, wir trinken. Da wäre auch eine Socke gelegen. Ah, gibt nichts Besseres als eine Socke zum Aufwischen, Freunde. Ich hab instant. Pretty good? Hey, can you help me? Some nasty kid is destroying our flower. Ja, Kinderstechen. Klingt falsch. How rude. Ooh.
Der Hammer der Macht. Wollendrung. Ja, das sagen die Frauen auch zu meinem Penis. Es ist der Knaller! Oh. Flo? Nein. Warum gehen wir gerade unter? Es ist nichts passiert. Flo, warum brennt unser Schiff? Brennt nicht, alles gut. Flo, warum ist unser Mast kaputt? Das war der Wind. Der Wind, das sämtliche kennt. Der ist nicht kaputt. Guck mal, ich kann die Leiter verwenden. Flo, warum sterbe ich gerade? Das ist das Alter. Flo, warum habe ich gerade eine alte Banane gegessen? Ach so, ja, stimmt, da hatte ich ja eine auf dem Ofen. Hast du gerade meine Banane gegessen? Flo, warum brennt's hier? Weil keiner löscht. Flo, warum bleiben wir stehen? Flo. Hörner gebracht. Ja, setz dich mal auf meinen Schoß, wir reden über das Erste, was hochkommt. Und, hey, meine kleine chinesische Prinzessin, darf ich meinen Wangtang in deine Frühlingsrolle stecken? Also einen ähnlichen kenne ich auch. Ja. Hat du Mörschen? Nein? Will du Mörschen versenken spielen? Und weg. Wieder. Weg. Wieder. Weg. Du. Ah, Pelz. Dein Alucard hat sich zu einem Olangar entwickelt. Oh, ja. Eis. Unlicht und Fee. 1,50 Meter groß, 61 Kilo schwer. Es wurde zu Flo. Nein, was? Vagina. Die Familie Dennis und Lisa geht voll ab. Beide nennen ihre Lieblingsgeschlechtsteile am anderen. Gut, das ist so. Also andersrum hätte ich Angst bekommen. Ich habe Dennis ja schon nackt gesehen durchs Fitness. Also ich kann sagen, da ist alles soweit in Ordnung. Ja gut, vielleicht, Vietnam. Vielleicht kommt Dennis aus Vietnam. Ist eigentlich eine Sie. Weiß ich nicht. So. Ich schaffe es nur, dass mein Agros-Teller beim Schwimmen nicht sofort die Puste ausgeht. Ausdauertraining. Und weniger Burger King oder so. Bolivia, das ist mal einer meiner Standardtaktiken in Horrorsituationen. Ich gucke immer, dass ich die gruseligste Person im Raum bin. Das ist man meistens safe. Wenn ich im Wald bin, gucke ich, dass ich die gruseligste Person im Wald bin. Oh, so, na gut, wenn das so ist. Für eine Riesenspinne soll die Vogelspinne recht friedlich sein. Doch wie behaart sie ist, mehr wie ein Chewbacca, jetzt sehe fix. Oh ja, Vogelspinnen haben Bauchhaare mit Widerhaken. Bauchhaare mit Widerhaken! Lore, hast du es gehört? Die hat Widerhaken am Bauch. Die chirale Dichte steigt schnell an. Kontakt steht bevor. Es wird empfohlen, sich Kampf. Okay, dann gehe ich erstmal duschen. Wiederhole, Kontakt mit unbekannter Bedrohung steht direkt bevor. Kannst du machen, aber ich stehe neben dran. Sitz wechseln, zum Fahrer wechseln. Ja, oh, ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Thomas, ich mag das. I like it. Guck mal kurz bei mir im Stream vorbei. Also, wenn ihr was richtig Geiles sehen wollt, kommt zu For You in den Stream. Du bist so ein Arsch, ey. Ich hab nichts gesagt. Na gut, okay. 6. Stock, Damenunterwäsche und Höllenpriester. Der Lautschmer ist zu Besuch, ich fasse es ja nicht. Oh, und er kommt aus der Dunkelheit, um uns zu knechten. Da ist er, Lautschmer. No, God!
Ja, wow. Wow, du fährst auf das Schiff zu! Rechts! Du sollst rechts fahren! Ja, warte, ich hab grad schreiben müssen. Wieso musst du schreiben? Du sollst am Steuer nicht schreiben! Ich bin am Schreiben! Wo ist die Polizei? Keiner straft mich. Ich ruf jetzt an, wir machen bei dir Swatting. Hallo? Polizei, der fährt und schreibt gleichzeitig. Ich kack ab. Robert, wenn du magst, kannst du zu denen aufs Schiff und denen mal helfen. Das Stofftier, das ich hatte, und die Stofftiere, die beiden, waren die letzten Erinnerungen an meine Großeltern. Oh. Ja. Die habe ich tatsächlich immer noch, die beiden. Als Erinnerungsstück. Alle anderen habe ich, Stofftiere, die ich hatte, habe ich gespendet. Nach Weißrussland. Als Transportboxen für Drogen. Ja? Ja. Hat im Homeoffice nichts Besseres zu tun. Hat Langeweile und will wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ich weiß, was er tut, aber ich kann es nicht sagen, weil es nämlich 22 Uhr ist. Es ist schmutzig. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt braucht er natürlich wieder eine Vorlage für mich. Ha! Hi, Andi! Du hast da was im Auge. War das ein krasser Clip? Scheiße! Bitte mit dem Kadaver in die Einrichtung eintreten. Bitte was? Gute Arbeit. Sätze, die man im Altenheim eher selten hört. Der Hase hat einen Brustkorb geknackt, dir ins Bein und den Arm gebissen und deinen Oberkörper noch geprellt. Du hast ihm den Schwanz abgeschnitten. Tja, da hast du mich aber wirklich kalt erwischt. Kalt, weil er tot war und... Schön, dass du da bist, okay. Sam. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken, aber ich bin nun mal, was ich bin. Ein Typ, der ständig stirbt. Ah, bitte, leg sie dort ab. Leg deine Leiche auf meiner Couch ab. Sätze, die man bei mir öfters hört. Always keep to the shadows. Walk where it doesn't make too much noise. Avoid running. Immer im Schatten bleiben und nicht furzen. Ach, Andi, weißt du was? Den hier! Ich hätte auch gern Pool. Oh, ich könnte ein Planschbecken aufbauen. Okay, da geht den nehme ich zurück, warte. So, für irgendwann anderen mal, ne? Okay, ich mach das nach. Warte. Der Rapper, die da, ja. Es ist ein verdammter Elefant, Mann. Was würdet ihr von mir erwarten? Es sind halt auch immer noch Tiere. Hallo, Maggie. Na, was macht eine Schönheit wie du in so einer Zombie-Apokalypse wie hier? Dann geh doch so netto, du blöde Bitch. Ihr schafft das unten. Ich hab gerade aus Versehen was Blödes geschmissen. Ah, du hast dich selbst über Bord geworfen, oder was? Was würden wir nun ohne ihn tun? Er verkörpert also für Dinosaurier leben. Die kräftigen Beine, der enorme Schwanz und selbstverständlich das wundervolle Hals. Ich wollte gerade Haar sagen, aber... Sagen wir so. Kräftige Beine habe ich. Wundervoll halt. Oh, geht. Und einen enormen Schwanz. Bitte. Sorry. Ich hab da familienfreundlich reingeschrieben, ne? In Hashtags. Scheiße. Sorry. Ich hab was in den Mund gekriegt. Die Rase aus Rex konnte bis zu 9 Tonnen schwer und 13 Meter lang werden. Und nicht ihr Schwergewicht wie mein Penis.
Okay, ich soll damit auf. Dieses Furchterflößen, die gestohlen ist, mit gutem Grund, der erste Dinosaurier, an den viele denken. Verdammt, Penicillin. Das hätte nicht gepasst, das hätte nicht gepasst. Ja, einer der größten Fleischfresser, die je gelebt haben, mit Zehen groß wie Bananen. Wie mein Penis. Okay, es ist spät. Lass mich. Flo, ich hab deine scheiß Banane gegessen. Ist ja schön jetzt für dich. Ich muss gleich kotzen. Was nimmst du auch meine Banane in den Mund? Warum, ja genau, warum nimmst du eigentlich seine Banane in den Mund? Hallo? Wir sind hier beim Kämpfen gegen Megalodon und du nimmst seine Banane im Mund. Entschuldigung, das war ein Fehler. Der falsche Moment, ja, okay, Entschuldigung. Du bist gestolpert unglücklich, sag's doch. Wenn ich nervös werde, mache ich komische Sachen. Ich mache immer einen guten Schnitt. Ich habe einfach eine große Bevölkerung. Guck mal, ich habe 95 Erwachsene, 32 Kinder. Die vögeln wie verrückt. Kann ich auch nichts dafür. Man stelle sich nur vor. E-Lernen. Tja, Flo, willkommen bei Wissen mit Animal Crossing. Heute lernen Sie alles Mögliche über die Flora und Fauna dieser Welt. Papa. Wow, Zombie! Da hat sich ein Zombie vor mein Boot geworfen und ist gestorben. Okay. Sieh mal. Warte, Deadman. Sieht aus wie eine Nabelschnur. Wo bitte? Sieht mir Menschen an dieser Frauenleiche hat er dieses Röhrchen versteckt. Verbindung zwischen Fötus und Plazenta. Sie wird, ich stell das jetzt mal so in den Raum. Ist da ein Loch, das, wo man stopfen muss? Man ist die ganze Zeit nur am Nagel und wird trotzdem feucht. Also bitte. Das klingt falsch. Du hast da was im Gesicht? Schmerz! Ja. Ich hab dir ja schon gesagt, in einem Ort zu leben, den ich gebaut habe, ist das reinste Aphrodisiakum. Also besser als Viagra. Da macht's auch nichts, dass gerade 100 Leute verreckt sind. Auf den noch warmen Leichen werden die neuen Bewohner gezeugt. Kann ich voll und ganz verstehen. Würde das denn mal anders bei uns sein, ha? Keine Ahnung. Flo, du schaust gerade aus wie eine thailändische Prostituierte. Nur ein bisschen weniger thailändisch. Flo, wunderschön. Fürchte meine trainierte Linke. Es geht nicht. Wir stecken fest. Was? Ja. Andi hat vorher den Anker so blöd lichtet, dass man eine scharfe Kurve nach rechts. Ach ja, wir hängen am Mast fest. Ich sehe es. Ja, ja, ja. Ja. Wir schaffen das. Wir müssen daran glauben. Oh Gott. Du hast gesagt, du leckst alles aber, ab. Aber ganz ehrlich, Mensch, zwischen deinem Gesicht und deinem Hintern ist ja eh kein Unterschied. Was? Er lacht in Skype einfach im Stream. Ich guck nicht hin. Sieh deinen Schatten. Geh weg. Ja. Ja, willkommen zu einem neuen Projekt bei uns. Ich hab mir gedacht, wir hatten jetzt schon länger keinen Horror mehr bei uns. Also wird es mal wieder Zeit für ein bisschen Grusel. Und weil das hier nicht unbedingt für Grusel sorgt, habe ich mir gedacht, dass die Daten für Alien Isolation erst einmal synchronisiert werden. Was soll der Scheiß jetzt? Wuhu!
Flo entdeckt Sachen, oh ja. Zombies sind effektiv, weil sie in dem Sinn keine Pause und keinen Urlaub brauchen und kein Gehalt. Also ein Trauker ist klar, ist quasi das Skyrim-Pendant zu unserem Kanal, Paul. Zombie gleich Paul, cool. Okay. Oh, bitte sag mir, dass dein Spiel sich jetzt aufgehangen hat, oder? Hat sich deins aufgehangen? Nee, meins läuft noch. Das gut, meins hat sich aufgehangen. Nee, bitte. Lass mich doch nicht allein. Schwester, ich brauch dich. Hör auf, Eddie zu befreien. Ja, ich bin wieder da. Oh Gott, Wasser! Kann das bitte einer klippen, was da gerade passiert ist? Bitte. Eddie braucht einfach mal eine Pizza. Oh, da kommt irgendwas. Okay, ich bin bereit, um Asche zu treten und Kaugummis zu kauen. Leider habe ich keinen Kaugummi. Woher kommt das? Wieso schenke ich mein Bier in einen Becher? Also mein alkoholfreies Bier. Somebody call a doctor? Affen. Was? Eine Therapiestunde kostet Affen? Nein, ich war erst so verdammt. Achso, weil der Matthias fragt, was eine Therapiestunde kostet, und da habe ich verstanden, Affen. Da habe ich gedacht, was? Was hat der jetzt mit Affen? Der Thomas ist manchmal seltsam. Letzter Zeuge getötet. Ernsthaft? Das Pferd hätte mich verpetzt? Ist das euer Scheiß Ernst? Das ist echt so, ich werde vom Tutorial gerade gemobbt. Oh mein Gott! Oh, du denkst, das ist schwer? Ich bin nur der Tutorial-Level. Das da drüben ist der erste Level. Oh Gott, hilf mir! Gott kann dir jetzt auch nicht mehr helfen! Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe! Bitte um Antwort! Oh! Moment, ich bin grad. Wo bin ich? Fuß runter! Es ist immer wieder geil. Wow! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, ich verweigere nicht. Ich bin fleißig. Und ich bin freundlich. Ja, wie im echten Leben, ihr Ficker. Oh! Es war mal ein Zweigling. Da kam ein Pfeil voll ins Knie. Nice. Für mich war... Das war jetzt... Ja, gut, okay, Was in Evil 7 in VR war auch schon heftig, aber Alien hat mich jetzt nochmal ein bisschen mehr... Boah, ich werd da better! Wow! Okay. Ich glaube, mein Nachbar steht jetzt senkrecht im Bett. Lasagne! Ist denn der blöde Klepper? Ach, da ist er ja. Das ist ein sehr lustloser Vogel. Der hat keine Freude an seiner Arbeit. Kann man rennen? Oh, tatsächlich, cool. Oh! Und es steht hier auch die Geschichte vom König Olaf, dem Eineigen. Da steht's ja, Olaf Einei. Der bekam vom Drachen Numinex das eine Ei abgebissen und führte dann die Krieger Skyrims in den Krieg der Subzession,
wo er versuchte, einen Ring zu kriegen, um sie alle zu knechten und um sein eigenes Ei wiederzukriegen. Der hat nur ein Auge, nicht ein Ei. Da steht doch Olaf ein Ei. Also, Olaf der Eineiige. Yoda, da brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Mein Englisch ist nicht so gut, aber um ein Ei zu lesen, dafür reicht's. Oh Gott, da erinnert Dynamit. Bei mir sind gar keine Skelette. Kann sein, dass wir auf derselben Insel sind wie... Ja, Gott! Ja, ich bin tot. Wir waren doch gerade auf derselben Insel. Oder bist du wieder woanders? Ich glaube, das ist dieselbe Insel, auf der wir eben waren. Bade in den Flammen! Ich hab dich so hart gekillt, dass sie jetzt nicht mal mehr eine Schadensanzeige hat. Jungfrau? Na, sie war lang mit uns auf dem Pferd unterwegs. Ich weiß ja nicht. Und ich meine, sie sieht ja aus, als ob sie noch warm wäre. Stell dich jetzt mal so in den Raum. Erst buddeln, dann knuddeln. Ihr wisst ja Bescheid. Ah! Ein armer Nachbar. Wieso ich eine Einhandbrücke hab und wieso ich ein Einhorn hab? So. Oh Gott. Wisst ihr, was das geil ist? Fasching, Karneval, scheißegal, was es ist, wie es heißt. Verkleiden, das geht mir so auf den Sack, da kriege ich so einen Hals, da platzt mir die Krawatte. Im Stream sehe ich Perücken an und habe einen Einhorn auf der Schulter. Ich kann es selbst nicht erklären. Applaus. Einfach Applaus, bitte. Ey, Matze, servus. Moin und alles klar bei dir. Bei mir alles soweit in Ordnung. Bisschen noch die Grippe. Aber sonst alles gut. 6 Zuschauerflow läuft bei dir. Ja, das liegt aber auch an der Inkontinenz. Stufe 5. Entleerung eingeleitet. Entleerung abgeschlossen. Entleerung abgeschlossen. Entleerung abgeschlossen. Ey, Quisp, was soll das heißen? Alte Saufziege. Nur weil ich einen Kasten daneben stehen habe. Bier. Du trinkst Bier. Wir alle sind hier wegen dem Bier. Die Frage ist, ob ich jetzt meinen Verbündeten in die Luft sprenge. Nein. Experiment geglückt. Ich ziele einfach in die Mitte vom Loch.
Jetzt gehen sie alle. Ich hab vor Eichhörnchen keine Angst. Das war ein Witz gewesen, Matthias. Ich wurde von Eichhörnchen großgezogen. Damals in Nordkorea. Boah. Ja, ich bin Kim Jong-Dums verschollener Bruder. unsere Mutter, er wollte mich töten lassen. Und unsere Mutter hat mich dann damals in den Fluss in einem Körbchen reingemacht und dann wurde ich bis ins Saarland getrieben, weil man weiß, man kennt ja den Fluss, der vom Saarland nach Nordkorea führt. Mhm. Und da wurde ich von Eichhörnchen aufgezogen, 17 Jahre lang, bis ich mich irgendwo bei einer Familie eingenistet habe, die jetzt Angst vor mir hat, mir zu sagen, dass sie mit mir nichts zu tun hat. Ghostbusters! Was war denn das? Alles normal. Ein zerstörtes Raumschiff im Weltall macht solche Geräusche normal. Das ist ganz normal, Florian. Hau doch nicht immer ab, du blöder Fisch. Oh shit. Irgendeiner wirft hier mit Schlammkrabben um sich, ey. Hast du da hinten? Hast du da eine Arschklappe? Du hast da eine Arschklappe da hinten. Extra für mich, auch vielen Dank. Einfach aufmachen, ich nehme Anlauf. Brauch keine Spucke. Gott. Ich könnte ein bisschen Grog drauf schmieren, vielleicht. So, warte mal. Ich glaube aber, das brennt. Ich will sie im Fasch. Kannst du aufhören zu rülpsen? Kannst du aufhören, das Schiff zu bewegen? Ich drück doch nur von außen ein bisschen. Wieso fühlst du dich da ran? Sieht geil aus. Alter, ich würde mich flachlegen. Ja, jetzt muss ich es aber durchziehen. Finde ich fair, gut. Oh Gott! Alter! Du kannst doch sowas nicht, während ich live bin, machen. Alter! Zeichnet das ständig Spieleclips auf. Haha, geil. Das ist gut. Oh Gott! Hallo! Doch gesagt, wir sind gut, ja. Kann man jetzt glaube ich vorschreiben. Wollt ihr euer Können gegen mich? Alter, ich schlag dir gleich die Fresse ein, wenn du mich vorbeilässt. Kultisten. Da steht Kultisten. Ein Wort oder ein Dort? Oh, geil, ich mag Frauen mit tiefer Stimme. Ach ja. Okay. Bist du eigentlich Kaiserreich oder Nord? Wow! Hier war nirgendwo ein Turm, wo du hättest runterspringen können. Wo kommst du her? Oh, Alarmpen. Gott, der ist so süß! Oh. Ja. Du wirst auch irgendwann ein großer, starker Jäger werden.
Und dann gehen wir zusammen in die Fußgängerzone und dann reißen wir die ganzen bösen Leute da. Die mit dem blöden Haken da. Du weißt, was ich meine. Oh. Ja, ich bin stolz. Oh Gott, süß. Was? Servus und wie geht's? Das ist ein geiler Effekt. Immer mehr Fremde beobachten uns beim Schlaf. Das ist so, als ob ich streame und mir von der Welt zuschauen lasse, wie ich zocke. Nur weniger erotisch. Bitte epische Musik starten. Wir marschieren jetzt zum letzten Boss. Der sieht so aus, als ob der seinen eigenen Chor mitbringt. Ich schwöre, ich wollte den Drachen töten. Danke. Der ist am Abhängen. Ach ja. Manche Sprüche müssen einfach gebracht werden, auch wenn sie schlecht sind. Ich habe mir gerade gedacht, wenn jetzt was da passiert, an der einzigen Lichtquelle, wäre das ja ein total billiger Jumpscare. Das mag sein. Ich habe mir trotzdem in die Hose gemacht. Ah! Wow. Eines Tages bekam sie Besuch. Von einer Katze mit sehr seltsamen Augen. Vermutlich war sie drogenabhängig. Also die Katze, nicht das Kind. Hab's auch auf dem PC. Oh, Scheiße! Alter! Erschrick mich nicht so! Alter! Ich schaff's wirklich nicht mehr. Warte mal, mal gucken, was passiert, wenn ich runterfalle. Jetzt geht's wieder. Du musst es nur erstmal durchflutschen. Du, vielleicht bin ich einfach mit so viel Schwung aufgeprallt, dass ich jetzt erstmal die Beine reingedrückt habe in den Körper. Ja, du bist voll der Flutschfinger. Das waren vielleicht. Was? dieser stoppt gerade so. Was? Warte mal. Hast du mich gerade. Was? Was? Ich hab wieder ein Pergament. Es kommen so grüne Feiern. Ja. Dennis, scheiße. Tja. Du bist jetzt einer von uns. 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 Schnauze! Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Oh, meine Augen brennen. Was hast du getan? Die meisten von uns sind im Langhaus. Kommt am Tag wieder, wenn ihr Handel treiben wollt. Oder ich bleibe einfach wie ein Creep vor ihrer Hütte stehen, bis sie wieder herauskommen. Hey Andi, servus, wie geht's dir?
Ganz genau, Andi, du hast es erkannt. Ich habe die Corona-Infizierten als mögliche Zielgruppe des Kanals entdeckt. So. Womit habe ich das verdient? Unleashed the chicken! Now! Do it now! Do it! Do it! Come on! Do it now! Wieso habe ich das Gefühl, dass ich gleich missbraucht werde? Ja, weiter, tiefer in die Eingeweide. Ich werde definitiv gleich missbraucht. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Meinen Charakter so machen, dass er mich nicht erkennt, falls er mich mal zufälligerweise in einem Stream sieht. Genau. Schatz, was spielst du da? Xbox One Bildschirm Edition. Serious X? Ach cool, ich wusste gar nicht, dass sie schon draußen ist. Ja, doch, doch. So eine Beta. Eine Beta-Konsole. Schlafen, während eine wabbernde schwarze Gestalt mich beobachtet. Wie zu Hause. So, jetzt habe ich die Bienensicht aktiviert. Hallo! Der verarscht dich. Glaub mir, der verarscht dich. Hör mir doch zu. Mädel! Okay, das sind. Oh cool, wir sind hier im GTA. Nee. Gibt es ein Problem? Alter! Nein, kein Problem. Ich glaube, ich habe da gerade einen beim Rammeln gestört. Oh ja, oh, beweg deine Hüften, Baby. Oh, geil. Und jetzt voll in die Fresse. Du bist der Erste, der das richtig ausspricht. Sprichst. Sprachenlernen, Bubble. Du bist der Erste, der es richtig ausspricht. So, nach drei Versuchen habe ich ausspricht richtig ausgesprochen. Ja, Amanda, zu fett. Wo seid ihr denn? Unten, wo bist du? Ach, hallo, wir sind alte genau. Männer. Wo ich sein muss. Piet, du bist vielleicht alter Mann. Ich bin so jung, wie ich mich fühle. Aber im Moment fühle ich mich Mitte, wie ein, Mitte 50. Ich fühle mich momentan wie ein Mülleimer. Ich habe keine Albträume, ich habe rare Träume. Ach ja, 5 Stunden 52, Hammer. Gute Nacht. Schlaf gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Uah. Muss das jetzt so flackern noch? John Boy, bist du wach? Was willst du denn, Ben? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Elizabeth. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Elizabeth. John Boy? Was willst du denn, Elizabeth? Schläfst du schon? Noch nicht. Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht. John Boy? Ja, Kleines? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht. Mama? Ja, Ben? Mama? Ja, Jason? Ich habe an der Seite so ein Stechen. Gute Nacht, Jason. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Mary Ellen. Danke. Gute Nacht, Mary Ellen. Gute Nacht. Schlafenszeit, Junge. Mach das Licht aus. Gute Nacht, Olivia. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft gut. Nacht, gute Nacht, Daddy. Gute Nacht, Daddy. Auch, Daddy. Du auch. Schläfst du? Bist du noch wach? Ja. Gute Nacht, John Boy. Ich hab dich lieb, John Boy. John Boy? Ja, ich weck dich, Jim Bob. Gute Nacht, Daddy. Gute Nacht, Ben. Gute Nacht, John Boy. John Boy? Ja? Träum was Schönes. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Mary Ellen. Gute Nacht. Oh je. Gute Nacht.
Flo, ich hab deine scheiß Banane gegessen. Ist ja schön jetzt für dich. Ich muss gleich kotzen. Was nimmst du auch meine Banane in den Mund? Warum, ja genau, warum nimmst du eigentlich seine Banane im Mund? Hallo? Wir sind hier beim Kämpfen gegen Megalodon und du nimmst seine Banane im Mund. Entschuldigung, das war ein Fehler. Der falsche Moment, ja okay, Entschuldigung. Bist gestolpert unglücklich, sag's doch. Wenn ich nervös werde, mache ich komische Sachen. Was? Nein! Alter! Andi. Hey, ist es doch so, oder? Ich fahre über eine durchgezogene Linie und du kommst hier an, Alter. Ich glaube, du hast wie diese Hippies in L.A. Juhu, übrigens, ne? Auch gerade Marihuana geraucht. Das macht die Birne weich und die Knie wackelig. Das ist nicht gut. Hallo? Bist du öfters auf diesem Marktplatz? Ja. Das freut mich. Das freut mich. Beinholz! Breinholz, so nenne ich meinen Sohn. Breinholz. Nicht ja, Reinholz, Alter. Breinholz. Muss ich bloß mal meiner Frau durchbringen, wenn es soweit ist, aber hey. Ja, da kein Mitspracherecht. Breinholz geht durch, egal wie. Breinholz Richter, ach du Scheiße. Oh, was ein Opferkind von vornherein. Du brauchst noch irgendeinen Doppelnamen. Breinholz Reinholz. Bitte jemand klippen, dankeschön. Das sind doch keine Freunde. Reinhold Richter. Oh Gott. Ich schneid's raus nachher. Ach, das finde ich nicht gut. Ansichtssache. Ja, ja. Es ist verrückt, dass es aus dem Saarland kommt. Mein Gott! Hast eine neue Kappe, Paul? Und Haare auf einmal. Ich habe schon vielen Personen das Herz gestohlen. Also es ist eigentlich was ich gut kann. Manchmal hatten sie was dagegen, aber dafür habe ich ja auch mein Messer. Da komme ich aus dem Schatten. Guck. Ich habe ein Messer. Was? Matthias, das geht nicht, dass da unten rechts im Bild, im Stream einer quatscht. Das geht nicht. Schick ihn weg. Was? Ja, bei mir im Stream ist unten rechts so ein Typ, der babbelt nur Scheißdreck. Warte mal, kann ich denn... Das sieht da ganz komisch aus. Also, so jemanden würde ich nicht meine Kinder anvertrauen, ehrlich gesagt. Dann ist es aber gerade von dir, hast, ne? Hast du da etwa gerade einen Troll bei dir? Ja, so sieht er aus, also... Aber ein hässlicher Troll. Ja, aber, boah, das ist ganz... Boah, mir wird schlecht, wenn ich das sehen, ey. Boah. Halleluja. 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 Was? Ohne Mikro können streamen. Du bist ein Bauer, nicht wahr? Du riechst auf jeden Fall wie einer. Ich lieg halt auf deiner Mutter, Flo. Das ist unser Schiff. Was? Das reicht, das sag ich deiner Oma. Lieselotte! Ja, komm mal aus der Dusche, sieh dir das mal an, was dein Enkel da alles sagt. Unglaublich. Ah! Ich hasse euch. Fickt euch. Andi. Das ist nicht lustig. Das ist absolut nicht lustig. Gott hat ihn gerade sehr viel und sehr hart geliebt. Wieso habe ich die Scheiße eigentlich reingetan? Ist das ein Schiff? Achso, das ist ein eingestürzter Turm. Gut. Okay, macht Sinn. Andi! Alter! Hier!
Drecksack! Alter! Mein armes Herz. Alter! Andi! Was? Oh! Treffer, voll Data! Ich glaube es nicht. Ich glaube auch, da rollt Jammers linkes Ei über die Strecke. Das kann sein. Damit hat oh, und nochmal einen hinterher. Geil! Das könnte jetzt. Au! Oh. Beide noch mit Lowlife. Ich glaube es nicht, meine Damen und Herren. Au! Oh. Data hat gewonnen! Ist da ein Loch, das, wo man stopfen muss? Man ist die ganze Zeit nur am Nagel und wird trotzdem feucht. Also bitte! Das klingt falsch. Ja, wir müssen ja nicht immer dasselbe machen, weil. Hab ich ja mal gesagt, was die Definition von Wahnsinn ist, Thomas? Immer dasselbe zu machen, mit der Hoffnung, das Ergebnis zu erwarten. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert, genau. Thomas. Lachst du über mich, Thomas? Lachst du über mich? Nein. Das ist irre. Nein. Ja? Star Wars Battlefront. Thomas. Star Wars Battlefront. Ja, nee, komm, lass mal Mario Kart kommen. Ich bin schon mal. Auch immer wieder. Again, again and again. Ich habe ja heute schon Mario Kart gespielt, deswegen Thomas, bin ich schon Mario Kart drin. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe mit einem Typen, wo ich gedacht habe, dass er mich verarscht. Schädel weg. Weggeballert. Aber weißt du, was komisch ist? Der hat recht gehabt, als ich ihm. Der hat recht gehabt, Thomas. Der hatte recht! Dann sieht man es plötzlich überall. Immer, diese blöden Pisser, die immer wieder exakt dieselbe Scheiße tun. Und zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, 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 wieder und wieder. Aber, Thomas, es tut mir leid, aber es gefällt mir nicht, wie du mich anlachst, okay? Hast ein beschissenes Problem mit deinem Hirn, hast ein beschissenes Problem mit mir. Glaubst du etwa, ich verarsch dich, Thomas? Glaubst du das, hä? Dass ich dich immer wieder und wieder verarsche, hä? Glaubst du das, hä? Glaubst du, ich lüge, hä? Fick dich, okay? Fick dich! Okay? Ja, okay, ich beruhig mich. Gut. Aber Thomas, hab ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? War jemand auf meinem Scheiße? Oh, sorry. Kann ich das haben? Ich mag's, wenn's noch warm ist. Ich geb dir mal den Stift weiter. Okay. Reiche nach hinten. Geil. Ich habe einfach eine große Bevölkerung. Guck mal, ich habe 95 Erwachsene, 32 Kinder. Die vögeln wie verrückt. Kann ich auch nichts dafür. Was sind das? Franzosen? Französische Koreaner, die Russisch sprechen. Zu werden, da hat er recht. Ich kenne dieses geheimnisvolle Lächeln auf deinen Lippen, junger Mann. Du stimmst meiner Ernennung also zu? Definitiv nicht. Pastor Al? Jeder Anführer, dem es sich zu folgen lohnt, wird nicht aufgrund seines buschigen Bartes gewählt. Ach so. Okay, also Anführer werden nicht aufgrund ihres Bartes gewählt, Leute. Merkt euch das, weil das geht normalerweise nicht gut aus. Geil. Kannst du mich mal rüberziehen? Geht das? Ja, kann, wenn du mich triffst. Ach so, warte mal, das wird zu tief. Ich stelle mich an dieselbe Stelle. Nochmal, los. Harponier mich, du Sau. Harponier mich, du Sau. Dankeschön. Oh mein Gott. Das Bild, das wird man heute noch Albträume besorgen oder beschaffen. Ich bin eine Extinktionsentität. Ich bin Elfo. Also. Was zum? Ich heb ab. Ich untersuche. Nur mal aus Spaß. Ist ja kein Diebstahl, wenn sie schon tot ist. Ich wollte es nur mal aus Spaß. Mal speichern. Ich esse mal ein bisschen was. Ist ja gut! Okay, Kannibalismus ist immer noch gesellschaftlich verpönt. Ja, gut. Geduld ist eine Tugend. Leck mich!
Ich hab ja Geduld, aber ich will nicht warten. Willst du mich verarschen? Er guckt noch zu. Der guckt noch weg. Ist nicht meine Abteilung. Diese Person ist beschäftigt. Ich sehe es. Hi. Stör ich? Ich würde mehr reisen, aber wer will sich in diesen Zeiten schon mit all den Soldaten herumschlagen? Da steht ein Mörder direkt neben ihnen. Ist ja gut, guckt mich nicht so vorwurfsvoll an, ich gehe ja schon weg. Danke, dass ihr hier einkauft. Die wurde gerade abgestochen! Was? Die Einwohner dieses Landes sind alle bekloppt. Oh nein! Alter! Ein Treffer! Einfach so ein Plopp weg. Du mit 361 Hörbuch! Aber gelesen von David Nathan, ja. 361. Hass ist so ein hartes Wort. Nein, Thomas, Penis. Mein Penis ist ein hartes Wort. Hass ist so ein hartes Wort, Alex. Genau wie Penis. Du musst. An die Schnauze. Nur weil die Polizei bei euch in NRW so scheiße streng ist, bei uns in Bayern das Licht geht. So, sieh, fahr doch weiter. Pastor L. sagt, er erwartet Großes von mir. Es ist wohl meine Zeit zu glänzen. Wenn ein Pastor das so einem kleinen Kind sagt, wird es meistens Zeit zu rennen. Tut mir leid, Schlucker am Stück. Ja. So, alles wieder gut. Wieso, Steffi, wieso sagst du, wenn er sowas sagt, ja? Was? Wieso, der Noctis sagt, er schluckt am Stück und du sagst ja. Warum? Oh Gott, ey. Das war jetzt eigentlich so nicht, weil ich das nicht mitgekriegt habe. Sorry, ich hab... Matthias! Den hier. Einfach den hier. Alter! Ihr Schweine! Ja! Yeah. Ein Sporty! Sporty! Hast du gerade echt den Baum getroffen? Ja. Oh. Ey, ich wollte es gerade anzünden. Oh! Was macht? Alter! Du hast mich gerade. Was ist gerade passiert? Was ist passiert? Wieso ich? Du hast das Ding gezündet! Nein, ich hab. Fürchte meine trainierte Linke! Der Uwe 361 ruft die 911, weil Jack gesnitcht wurde! Ha ha ha!
Jetzt warte mal kurz. Ja. Da ist das Super 30-1. Und mit Uwe 361 noch zwei Bier, zwei Korn, zwei Jägermeister, hucke ich erstmal ein paar Noten. Mäßig. Und das Hattrick. Uwe kommt nicht so schwer zu früh, er kommt immer dann, wenn sein Schwank ist nicht. Oh, was hören da meine kleinen Örlein, meine Äuglein? Was hören meine Äuglein? Star-Lord ist jetzt ein Savarian. Freut mich. Was hat denn der für einen Blick drauf? Und wieso steht der andere Typ auf dem Dach? Warum stehen die alle auf dem Dach? Warum ist da ein Wurm? Warum ist da Stroh? Wieso? Wieso hat der Typ da rechts eine Maske auf? Was ist hier los? Regal! Der Wendler sucht was für Lauras Kinderzimmer. Regal! Ich hab was! Weißt du, was lustig ist? Was? Das ist gerade über Fenster gefahren! Nein! Nein! Flo, ich komm nicht hinterher, ich bin vom Bord! Da waren jetzt keine Explosionsversammlungen. Das muss jemand klippen, bitte. Diese Vorfreude. Bitte klipp das einer. Es geht nicht. Wir stecken fest. Was? Ja. Andi hat vorher den Anker so blöd gelichtet, dass man... eine scharfe Kurve nach rechts. Ach ja, wir hängen am Mast fest, ich sehe es. Ja. Wir schaffen das. Ja. Wir schaffen das. Wir müssen nur dran glauben. Oh Gott. Hab ja schon gesagt, würde ich mir so begegnen, wie ich jetzt gerade aussehe, ich würde mich sofort flachlegen. Aber deswegen darf ich auch nicht mehr in McDonald's. Gewalt beim Scheißen ist geil, Gewalt beim Essen ist geiler, was? Jona, du hast eine sehr seltsame Lebensphilosophie. Kann man das wieder beenden? Okay. Verrücktsein ist schön, ich weiß nicht. Er sagt das. Verrücktsein ist schön. Oh mein und morgens Gott. Eine Familie mit Messer ausnehmen. Verrücktsein ist schön. Verrücktsein ist schön, wenn die Stimmen morgens schon zum Serienmord sich frönen. Verrücktsein ist schön. Er sagt das. Verrücktsein ist schön und morgens eine Familie mit Messer ausnehmen. Also ich muss es mal sagen, ausnehmen. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Your heart, being a pirate, is a rented thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Chip Dark Mode. Ist halt nicht alles weiß, sondern ist halt alles grau oder dunkel. Ist viel besser. Ich hab den White Mode. Nee, Alter. Beim Sachsen überrascht mich das nicht. Guten Abend! Es tut mir leid. Es muss raus. Das ist wie so ein Trigger. Das ist wie so ein Trigger. Ja, das merkst du schon. Willst du mich verarschen? Fahr zurück, du Wichser. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Arschgeige. Hast du einen Führerschein wohl beim Podracer gemacht, oder was? Sonic Star die Session aufgegeben. Oh! Safety Car. Sonic ist raus.
Oh ja, oh, der liegt auf der Seite. Der liegt auf der Seite. Das erste Mal, dass wir in einem Kampf, vor dem Duell ein Gespräch führen. Das ging schnell. Das ging richtig. Okay. Wie ist der Name unseres Schiffes? Ich wäre ja für SSS Kendat gleich. Ich find's geil. Der Mensch besteht aus 76% aus Wasser. Wir sind im Endeffekt nichts weiter als Salatgurken mit Walricht. Ja, dammit. Feind? Nee, mir ist kalt. Achso, dann scharf, arbeite! Das, was ich gerade mache. Rumnörgeln! Mir ist kalt! Oh, ich habe eine Fleischwunde! Mir ist kalt! Oh, da hängt ein Kannibal an meiner Schulter! Jetzt laber nicht, hilf mir lieber! Was meinst du, was ich am mache? Hallo Matthias! Moin moin! Das ist, weil ich Chaos anziehe. Thomas ist so der Ruhepol zu mir. Da, wo ich Chaos verursache, bringt Thomas Ruhe. Wir sind Yin und Yang. Chaos und Ordnung. Zweilagiges Klopapier, dreilagiges Klopapier. Manu, wir alle fallen. Aber die Kunst ist wieder aufzustehen. Hierher! Außer wenn man, wie ich gerade, ca. 100 Meter in die Tiefe fällt, dann fällt man eigentlich nur. Das Aufstehen ist dann ein bisschen schwierig. Take me to the danger zone, danger zone. Weiter kann ich den Text nicht. Ja, wir fahren in Spanien, Spanien. Oder wie die Spanier sagen, El Spanien, Spanien. Danke, Manu, wenigstens einer damit zustimmt. Die Nacht ist das Beste. Yay, Flo, du bist der Beste. Ja, ich weiß, Möwi, ich weiß. Es macht doch jede Menge Spaß mit dir. Ja, wir sind beste Freunde. Ja, ich weiß, Möwi, für immer und ewig. Oh, Möwi. Möwi und Flo gehen auf die Reise. Möwi und Flo. Soll ich euch allein lassen? Braucht ihr irgendein Zimmer oder so? Wir brauchen den Thomas nicht. Möwi und Flo. Finde Zuflucht bei Amida, Buddha. Wer war das? Norio. Er ist verrückt geworden. Ich kann unter den Rock sehen. Ui. Oh, geil. Was für geile Beine. Oberschenkel mag ich sowieso nicht, aber Unterschenkel. Ah, geil, lecker. Wir wohnten in der Ananas ganz tief im Meer. Spann. Meinst du ja die Anfangsjahre von YouTube. Nimmt harte Drogen und übertreibt manchmal sehr. SpongeBob, Schwammkopf. Also ich bin immer noch ein großer Digimon-Fan. Alter, ja. Kanada. Danke. Alter. Das könnte sein. Dass ich paranoid werde. Du bist es schon. Noch nicht. Alter Yoda! Du Sohn deiner Mutter! Alter! Ach geil, Vierter. Ja, dann hör auf deine CPU zu quälen. Alter! Machen uns nix. Möwi und Flo brauchen keine Angst zu haben, Möwi und Flo. Fühlen sich nicht ganz alleine, Möwi und Flo. Gehen vielleicht zurück. Möwi und Flo wollen kein Gewitter, Möwi und Flo. Ja, ich
als mein Geburtstag jetzt auch schon mal abgelenkt sein. Ja, hast du auch ein paar Stunden schon hinter dir. Zum Geburtstag! Viel Glück! Zum Geburtstag! Viel Glück! Zum Geburtstag! Alles Gute! Zum Geburtstag! Viel Glück! Das ist eine meiner besten Performances gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, was du hast. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, was du hast, Thomas. Deswegen sage ich ja, oh mein Gott. Ach geil, guck mal, da hängt einer ab. Das ist wie so eine Pinata. Was kommt denn da raus, wenn ich dran schlage? Ach komm. Oh Menno. Ja. Oh Menno. Oh Gott, Mama ist da. Nein. Nein. Die rasiert uns. Oh Mama, Gott. Es war ja schon okay, dass du gestern auf dem Geburtstag meiner Tochter da warst, aber musst du jetzt hier auch noch mitmachen. Warte ab, das sind die Eltern der neuen Generation, Paul. Nee. Da heißt nicht, komm, Schatz, komm runter, es gibt Essen. Die locken sich ein, killen ihr Kind im Game und sagen dann, es gibt Essen. Während sie dich, während du T-Bag wirst. Wer hatte die dämliche Idee für eine Blockhütte? Also Thomas, ich weiß, dass dir kalt ist, aber du übertreibst jetzt ein bisschen. Renn ins Wasser, da ist ein ganzes Meer, verdammt! Ich muss jetzt erst was essen, jetzt hab ich Ruhe. Bitte was? Du musst was essen, bin gerade am Brennen. Moment, ich esse erst was. Alter. Nein, jetzt nicht mehr. Alter. Ich muss doch was essen. Das war dann so Rücken an Rücken, mit den Füßen an der Wand, das... dass die Löcher direkt über dem Klo sind. Oh Gott. Ich geh mal eine Runde kotzen. Oh Gott. Oh. Very good da. Nein, nicht gut. Doch, ich kann so nicht leben. Doch, du kannst. Bitte, Bruder, bitte. Fürst Sakai, lasst ihr uns allein? Das macht zwar jetzt ein bisschen die Stimmung kaputt, aber keine Arme, keine Kekse. Meine Reaktion, als ich hörte, dass Paul in den Stream kommt. Oh mein Gott. Aber Paul ist doch der Oberpro. Brenn du! Stirb! Du Aristokrat! Du Aristokrat, was ist das für eine Beleidigung, bitteschön? Noctis, die reagieren so, wie ich jetzt reagiere, wenn ich sehe, was die Leute vor 100 Jahren gemacht haben. Ich hau mir an die Stirn, setze mich mit einer Perücke vor eine Kamera und lass 100 Leute zusehen, wie ich zocke. Und davon sind nur 6 Stück da. Wer braucht Speck, wenn er Flo hat? Genau. Was? Ich glaube, bis zur Hauptstory habe ich 200 Stunden gebraucht, bis zum Ende. Ich glaube, ich habe die Hauptstory echt gemacht bis zur letzten Mission halt, wo es gegen den Oberdrachen ging und dann so, ach, eine Höhle. Oh, ein Smetterling. Eine Snegge. Komm her. Eine Snegge. 180 Stunden später. Ach, da war ja was. Balanciert, scharf. Wie mein Penis. Scharf. Wie mein Penis. Ah, Yoda, geil. Ich hab mir gerade wirklich was übergekippt, scheiße. Manu, ich bin mit den zwei Landratten hier auf hoher See, wie soll es mir gehen? Bitte? Entschuldigung, eine Landratte, der Piet, und ein Landopossum, der Thomas. Was? Also ich bin, wenn er nicht Bergratte, gell?
Entschuldigung, eine Bergratte. Ey, hinter uns ist ein großes Schiff. Hör das schon immer an. Da hab ich Angst. Ja, vielleicht direkt. Bitte klippt einer dieses Schild. Das Schild? Das war der erste Fidget Spinner. Das, liebe Kinder, ist das Wunder der Geburt. GEMA! Es ist egal, du hast sie einmal gegessen. Und mehr geht's nicht. Das ist egal, das ist eine Sünde, die bleibt erhalten. Das ist wie Mord, das verjährt nicht. Und ja, ich setze Ananas-Pizza essen mit Mord gleich. Dich kenne ich oben, das verjährt auch nicht. Ja, das ist auch keine Sünde. Das ist ein Segen. Eine Sünde wäre es, wenn du mich kennen würdest und mich nicht magst. Das ist eine Sünde. Hast du gerade irgendeinen als alten Mann bezeichnet? Ja. Ich muss mir die Ohren putzen. Ich habe gerade verstanden, nimm mich oder irgendjemanden. Was hörst du denn? Dinge, die man im Stream nicht rufen sollte. Nimm mich oder wenigstens jemand anderen. Das könnte man falsch. Alter Mann gesagt. Könntest mal falsch verstehen. Hi Lenny. Hey Lenny, servus. Ich hab nur alter Mann gesagt. Pass auf, Thomas ist heute wieder seltsam drauf. Baby Mario. Du Oh ja, macht mir das nach. Ich habe soeben ein Groudon mit einem Pokéball gefangen. Scheiße nochmal. Fuck ja. Wir brauchen noch 6 Stück. Baby. Tot. Alter Barbara, ich hab gesagt, ich zahl keinen Unterhalt. Da brauchst du das Gör nicht auch noch über die Mauer zu werfen. Ja, Kanada, jetzt kannst du mich noch dazu zählen. Wenn ich das Bier trinken würde, wäre ich irgendwo ganz vorne in der Menge im Schottenrock, Original Schottenrock, und würde mich von der Menge tragen lassen. Beziehungsweise in der Fantasie. In Wirklichkeit würde ich auf dem Boden in meinem eigenen Erbrochenen liegen. Und im Erbrochenen anderer. Und ich würde mit jedem Bruderschaft schließen, der da rumläuft. Ich würde mit jedem Blutsbruderschaft schließen. Flo, wo kommt das ganze Blut her? Blutsbruderschaft. Ja, aber da ritzt man sich einen Daumen nicht in der Halsschlagader. Oder die Halsschlagader an. Ja, schupf mich halt! Alter. I'm your, was auch immer du bist. Vorausschauend fahren. Andere Frage. Wenn ich einen Tintenfisch töte, bin ich dann ein Tintenkiller? Ich krieg dasselbe hier. Mir ist gerade ein saudofer Spruch eingefallen. Echt? Ja. Ey Robin, hast du mein Deo geklaut? Ja, ich nehm's von den Reichen und verteil's unter den Armen. Aha! Alter, du Drecksack, du! Du Dreckiger! Ich stell mir jetzt gerade vor, dass du dieses Ding wärst.
Der Rex hat... Ah. T-Rex, roar! Roar! Michi! Vergesst, was ich eben gesagt habe. Schaut bei Hillocks nicht vorbei. Das kam jetzt gerade so unerwartet. Scheiße nochmal. Alter. Meine Fresse. Tut mir leid, du Arsch. Ey, so eine Scheiße. Verdammt doch Blitz. Na, ich bin zu viel, oder? Oh Gott, wie gut! Gott, wie geil! Du bist so ein Arsch, ey! Oh, der Blitz kam von mir! Ich geh in meine Ecke rein! Mach das! Ja, geil, ich hab jetzt gedacht, jetzt hat er mich überholt! Aber ich würde auch nicht auf Wacken gehen, muss ich sagen. Obwohl ich die Musik total abfeiern würde, aber ich mag keine großen Menschenansammlungen. Ich bin ja allein in meinem Keller. Ach, Zauberbär, das wird im Babypark bestimmt besser. Das wird nie besser im Babypark. Ich hör nie auf den Herrn. Ich weiß. Vertraut nicht dem Typen mit der Kappe. Dir würde ich vertrauen haben, nur nicht beim Babypark. Also mit Babys allgemein sollte man mir besser nicht vertrauen. Ja, ja. Ich sag's mal so, die Aussage, ja. 2 Minuten im Mikro sollten das Baby trocknen, wird von mir nicht mehr getroffen. Und Flo, ich seh dein Gesicht und ich finde es nicht gut. Das sagen viele, die mein Gesicht sehen. Bereitgestellt. Ich bin nämlich tatsächlich gerade wieder am Heulen. Du hast nah am Wasser gebaut. Wow, nah am Wasser gebaut. Tolle Akustik. Pass auf den Weg auf. Ich frage mich, wie tief die Mine wohl ist. Greif mich da Fledermäuse an? Vielleicht. Batman, halt die Schnauze. Du kommst erst nach meinem Umzug wieder dran. Alter! Ich bin. Boom. Alter, ich hab General Grievous gerade nicht nur aus dem Leben, sondern auch aus dem Spiel gestoßen. Alter! Der alte Cyborg kann fliegen, ich glaub's ja nicht. Ich bin gerade verwirrt. Liegt da auch daran, welche Stimme. Deine Stimme hat mich gerade voll erschrocken. Warum? Ich weiß nicht, die kam so plötzlich. Wie du meistens. Das hat ja die Freundin gesagt, was? Oh, shit. Wie heißt der Handyanbieter von Jedis? Yodafone. Der war doch nicht schlecht, der war doch super. Du magst es doch, wenn ich dazu komme. Ja, bei Orgien, aber nicht bei Mario Kart. Oh, es tut mir leid, Ihnen. Oh, oh Gott, hat das geknallt, geil. es tut mir leid, Herr Müller, ich muss Ihnen mitteilen, Ihre Mutter ist gerade verstorben. Oh, Alter, mein Gott. 2-mal tief eingeatmet und weg ist er. Wo waren wir gerade? Haben Sie das gehört, Herr Müller? Geil, es war doch bis jetzt der Lautste. Achso, ja, mein Beileid für Ihren Verlust. Prost. Kein Eiskaffee, aber Kaffee. Ja, ich meine, ich mag es in die Fresse hauen. Au! Oh! Dass Koffein nicht hart genug ist, um dich zu wecken, ist es vielleicht die Tasse. Ah. Du kannst dir sogar... Thomas! Wir setzen dich ab jetzt auf Diät. Ich wollte dir die ganze Zeit, ich wollte dir eigentlich nicht sagen, aber du bist zu fett. Du bist zu fett, Thomas. Ich setze dich auf Diät. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's nicht. Ey. Ich kann gerade nicht. Du kommst definitiv auf Diät, mein Freund.
Da kann man immer wieder neue Unterwäsche kaufen, das wären Peanuts. Ja, ich sage, wir sitzen auf einer Goldgrube im wahrsten Sinne, vor allem wenn einer Inkontinenz hat. Wenn ich jemals ein Altersheim aufmache, dann wird die Unterwäsche regelmäßig verkauft. Ich sag's euch. Hier lang. Hier lang. Jetzt stirb halt. Leon. Ja, halt doch die Schnauze. Hier lang. Hier lang. Hey. Ach, halt die Schnauze, Ashley 2. Schneller. Schneller. Flo, du nervst. Wirklich? Ja, so ein bisschen. Hier lang! Ja. Leon! Oh! Das Magazin ist es mir wert! Mann, ist es schön, Sie wiederzusehen. Na, alles ist besser mit Funny. Machst du jetzt gerade echt Werbung für Chips? Ja. Ist ja unglaublich. In Schleichwerbung. Sowas würde ich niemals bei uns im For You-Stream zulassen. Also, ich trinke jetzt meinen Paulaner Spezi mit Genuss, aber auch erschüttert. Du bist erschüttert. 12 Stunden sind hart, aber mit Paulaner Spezi ist das zu machen. Ich kann's einfach. Ich gebe zu, ich bin gerade gelinde gesagt etwas erschrocken. Sauber, du hast uns beide erwischt. Dann alles klar. Das kenne ich von meinem Hund. Wenn du dem den Arsch zusammengekniffen hast, hat er immer gepupst. Da hat er immer ganz erstaunt geguckt. Warum? Wo kommt das her? Was machst du an meinem Arsch? Da, schieb das wieder rein. Scheiße. Die Kiste habe ich kaputt gemacht. Genauso mache ich dich kaputt. Oh, scheiße. Okay, wo war ich? Was mache ich jetzt hier wieder? Nix. Okay, ich habe den so hart getroffen, dass er nackt ist. Und in die Welt habe ich jetzt nicht so gute Erinnerungen. Ich weiß... Ernsthaft? Danke, danke. Warte! What the fuck? What? Wer von euch war das gerade? Wer von euch Schweinen war das? Ich wusste es doch, du Drecksack! Du bist so ein Arschloch! Das ist nicht witzig! Ja, stimmt, doch, Verräter. So, ich hab einen Baum erlegt. Schmutz, 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 wie der Dennis sagen würde. Oh Gott, wie süß! Macht das heute gerade viel mehr Spaß? Schon. Ja, es sind ein paar Leute dazugekommen. What the? Alter Schwede! Alter! Wir immer wieder. Ich hätte drauf kommen sollen, als du gesagt hast, soll ich ihn begrüßen. Ich weiß nicht, wen du meinst. Meinst du jetzt das mit dem Stimmverzerrer oder das von mir am Anfang? Leute. Und er war auf dem Balkon gewesen alles und sehe, wie der Erik an meine Katzenkissen geht. Es war in Köln. Irgendwann Mittagszeit, mitten in der Stadt. Ich auf dem Balkon. Sehe, wie Erik an das Katzenkissen geht und ruft und fang an ganz laut zu schreien: Erik, bleib an meiner Muschi weg. Es wurden Fragen gestellt. Alter! Jedes Mal! Leck mich fett! Das sind Feinde. Hey Paul, starte mal deine Drohne.
Geht das? Ja. Nicht! Voll, hier sind die Rotorblätter rein. Ja, da hinten in der Wand. Okay, ja. Es wäre ja richtig heftig, wenn es noch einen Feueralarm oder sowas geben würde, der funktionieren würde. Schade, funktioniert nicht. Krass. Feueralarm. Und auf einmal geht einfach so dieses laute Schrille. Alter, da wird jeder sich so eine Kackwurst 10 Meter in die Höhe schrauben, ey. Instant. Ein geiles Bild. Was zum Teufel? Alter. Geil. Fragt ihr mich gerade ernsthaft, hattest du schon mal einen Pfeil im Knie? Ernsthaft? Ja, hattest du schon mal? Das stimmt, das auch nur ein Mal, wenn man vom Klopapier kaufen kam. Warte, was? Was? Ja, genau, tot. Gott sei Dank ist niemand da, der irgendwas machen kann. Kappa. Ich hab einen Geisterlama. Okay, dann wird nichts. Ach, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Problem? Hi Genius, ich habe ein Problem mit der Kamera. Da bin ich gerade am gucken. Ich weiß nämlich nicht, was das wieder für ein Scheiß ist. Und tschüss, es ist Schlafrhythmus. Hass! Frieden. Peace out. Alles klar. So, ja, nein, ja, ja. Ich glaube, Genius ist gerade gegangen. Paul, der Gute hat mir eine Nachricht. Ja. Also, was mir gerade einfällt, wir haben über den hotten Pyjama gesprochen, aber es war doch ein Kindergeist. Machen wir uns jetzt strafbar? Eben, ja. FBI, was ja. Ja, macht ihr. So ein bisschen? Hey Flo, du spielst aus The Forest, oder? Ich bin Saarländer. Ich lebe The Forest. Ich fühle meine Gefühle, wie ich es schon immer tue. Ohne Worte zwischen uns. Was? Ich fühle mich geschmeichelt, aber... Was? Es macht ja richtig Spaß, auf sie niederzumetzeln, während sie noch am Boden liegen, ne? Also das ist schon... Ja, wie auf der Arbeit. Hm? Oh Gott. Was? Evo, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Die hatten Ukulelen. Die Wikinger hatten Ukulelen. Ich feier's grad. Mach nicht diesen. Was lacht? Ich fühle mich da so ausgelacht. Ich habe gerade so ein altes Bild gefunden. Das habe ich nur gerade reingemacht, dass man den Koten alles nicht sieht. Oh, wenn der Dennis das sieht, kriege ich wieder Schläge. Servus, Leute! Servus, Handy! Da ist er! Oh ja! Alter! Wow! Dennis! Dennis! Bevor es Eier legt, du Gott! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Messer! Messer! Oh Gott! Oh Gott! Was war das? Ich bin mit dem Fieder dran! Kleines Ack!
Au! Au! Hilfe! Alter! Leben noch alle? Ja! Okay. Nein, wisst ihr was? Ich gehe in die andere Richtung. Vergiss es. Geh nicht aufs Licht zu, haben sie gesagt. Nein, Omi, ich komme jetzt nicht. Nein, ich habe keinen Hunger. Taschengeld, ja, ein bisschen. Wenn ich dann schon gerade da bin, könnte ich auch eine Kleinigkeit essen. Nein, Omi, ich bin nicht dicker geworden. Es gibt auch andere Tiere, müssen wir aufpassen. Ah, da ist was. Da hat irgendwas. Oh. Ein Pilz. Ja, ich glaube. Zwei Pilze, drei Pilze. Ich glaube, es ist eine Familie. Oh! Oha. Geh weg! Ich schmetter dich weg! Ich schmetter dich weg, du scheiß Vieh! Alter! Wie schießt Alter! Alter! Ich wollte gerade sagen, guck mal, wir sind auf dem Familienweg gelandet. Und dann kommt so eine Scheiße. Mein Gott, das ist ein beschissenes Holzhaus. Ihr habt Äxte. Äxte sind der natürliche Feind von Holz. Deswegen haben wir ja auch die Äxte gezähmt, damit sie uns im Kampf gegen die Natur helfen. Voll krass. Voll geil, ey. Voll krass die Natur, ey. Okay, Wasser, oh, oh. Wasser. Yeti! Okay. Ich bin im Wasser. Er hat mich weggeschmissen. Der läuft übers Wasser, es ist Yeti Jesus! Yeti Jesus! Geil, ich hau dem die Tür in die Fresse und er läuft einfach weiter. Interessiert ihn gar nicht.